Im fünften Teil meines Berichtes beschreibe ich die Strecke von Bad Kösen nach Erfurt, meinem Ziel des ersten Teilstücks meiner Wanderung auf dem ökumenischen Pilgerweg. Am 13. Tag meiner Wanderung geht es von Bad Kösen in Sachsen-Anhalt nach Oberreisen in Thüringen. Am 14. Tag führt mich mein Weg von Oberreisen nach Ollendorf. Ich wähle eine Wegvariante über den Ettersberg, um die Gedenkstätte Buchenwald zu besuchen. Hinterstetten habe ich die Hauptroute des Pilgerweges verlassen, um über eine Variante die Mahn- und Gedenkstätte KZ Buchenwald zu besuchen. Verbunden sind Ettersburg und das Lagergelände durch die Zeitschneise. Der mittelalterliche Jagdpfad wurde 1999 wieder freigelegt. Intention des Projektes war, eine Verbindung der Kontraste zwischen dem Schloss Ettersburg als Zentrum der Kultur der Weimarer Klassik und dem Grauen der Jahre 1937 bis 1945 zu schaffen. Auch wenn man, wie ich, nicht zum ersten Mal hier ist, fühlt man direkt nach dem Durchschreiten des Lagertores Beklemmung, Unfassbarkeit und eine unendliche Traurigkeit. Ich bin sehr froh, dass ich heute alleine unterwegs bin, doch seiner Tränen braucht man sich hier nicht zu schämen. Diesem Ort kann sich kaum jemand entziehen. Selbst die wenigen Gruppen und Schulklassen, die heute hier sind, wirken bedrückt und betroffen. Ich wünsche mir sehr, dass dies für alle nachhaltig bleibt.
Der 15. und gleichzeitig letzte Tag meiner Wanderung führt mich von Ollendorf nach Erfurt. Mit Erfurt habe ich nun das erste Teilstück meiner Pilgerwanderung auf dem ökumenischen Pilgerweg nach fast 390 Kilometern erreicht. Ich bin durch viele Landschaften, Dörfer und Städte gewandert, habe Unbekanntes kennengelernt, mir Bekanntes neu entdeckt und interessante und berührende Menschen getroffen. Beeindruckend nicht nur die kleinen, liebevoll gepflegten Kirchen, sondern auch die Eigeninitiativen der Menschen entlang meiner Wegstrecke, die sich ihre Dörfer lebenswert gestalten, die Selbstversorgergärten und noch so vieles mehr. Neu für mich natürlich auch, nach einem langen Berufsleben so viel Zeit für mich selbst zu haben. Der einzig wichtige Tagestermin war, am Abend an der Unterkunft anzukommen. Gedanken schweifen, Seele baumeln lassen, bewusstes Gehen, schöne Ausblicke und Anblicke genießen, immer wieder Neues entdecken, sich am Tag freuen, das Bewusstsein, wie gut es mir, es uns in unserem friedlichen Land geht und dankbar für kleine Dinge zu sein, wie zum Beispiel rechtzeitig Wasser oder Ähnliches besorgen zu können. Kurz in zwei Worten: Achtsamkeit und Entschleunigung. Mit einigen Bildern aus der Mainzer Partnerstadt Erfurt verabschiede ich mich und beginne mit den Vorbereitungen für den weiteren Weg, der mich von Erfurt heim nach Oberolm führen wird. Dann folgt auch eine ausführlichere Beschreibung dieser wunderschönen Stadt. Lieber Matthias, auf diesem Weg dir ein dickes Dankeschön, dass du den Oberolmern in schwierigen Zeiten diese Plattform ermöglicht hast und uns auf diesem Wege auf dem Laufenden hältst. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund und bis vielleicht bald mal wieder im Oberolmer YouTube-Kanal. Buen Camino, Ihre, Eure Rosi Heigert.